Ja, liebe Freunde, ich hoffe, ich darf schon Freunde sagen. Ich möchte Sie herzlich einladen, mit mir gemeinsam die nächste halbe Stunde zu verbringen. Herr Strunk, Herr Schulz und das Jahr 2016. Ich habe mich hierher an diesen magischen Ort zurückgezogen, um über die abgelaufenen 12 Monate zu resümieren. Und zwar fernab öder Aufzählung, was, wie, wann und wo passiert ist. Sie wissen ja, die Dummen kennen die Fakten, die Klugen die Zusammenhänge. Da sollten Sie mal drüber nachdenken, während ich einchecke. Herr Strunk, ist schon wieder ein Jahr um? Das gibt's ja gar nicht. Herzlich willkommen bei uns im Hause. Dankeschön. Warten Sie, ich schau mal gleich, ob Ihre Suite schon bezugsfertig ist, ja? Mhm. Igor? Ist das Zimmer von Herrn Strunk schon fertig? Was? Das dauert noch einen kleinen Augenblick, wenn Sie kurz warten mögen, ja? Ja. Igor, beeilst du dich ein bisschen? Sagst du mir dann Bescheid? Pronto, pronto, pronto. Nun komm! Warten. Entsetzlich. Aber es geht nicht nur um mich. Ich fühle auch eine Verantwortung Ihrer Lebenszeit gegenüber und will gleich ein paar wichtige Themen in den Fokus rücken. Causa Böhmermann, US-Wahl, VW-Abgasskandal. Tausendfach abgenudelt, überlasse ich Kerner. Worauf ich ganz besonderen Wert lege, das Ende von Brangelina. Für mich auch kein Thema. Cameron plant eine Volksabstimmung darüber, ob Großbritannien in der EU bleibt. Jetzt also geht's ans Eingemachte. Brüssel will die widerspenstigen Briten bei der Stange halten. Independence Day! Premierminister Cameron ist zurückgetreten, Nachfolge offen, eher Chaos als Plan. Der Scherbenhaufen nach dem Brexit, Kursstürze weltweit. Das britische Pfund im freien Fall. Ich glaube, die sind alle verrückt. Es ist eine so dumme Entscheidung. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Brexit. Ein Wort, das in aller Munde ist. Aber wann geht der denn nun eigentlich los, der Brexit? Sehen Sie, wissen Sie nicht. Ich auch nicht. Fest steht lediglich, dass die Windsors abgeschafft werden. Und angeblich werden auch Mr. Bean und Harry Potter im Ärmelkanal versenkt. Experten halten gar eine Neuauflage des Ersten Weltkriegs für möglich. Die Reichsbürger sind bereits auf den Zug aufgesprungen und haben nach dem Vorbild der Hells Angels einen Ableger auf der Insel gegründet. Reichsbürger Chapter London. Reichsbürger Chapter Liverpool. Die höchsten Zuwächse verzeichnet übrigens das Chapter Manchester. Ah, Tea Time. Bitte, setzen Sie sich ruhig. Jetzt frage ich einfach mal Sie, ist der Brexit schon bei Ihnen angekommen? Fühlen Sie doch. Ich spüre noch nichts. Sehen Sie, ich nehme mich auch nicht. Aber was ist, wenn der Brexit erst der Anfang war? Wie gefallen Ihnen eigentlich folgende Varianten? Dänemark nicht mehr. Italiv. In Finnland sagt man Finnish. Und in Tschechien sagt man Check out. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Genau. Und die Briten checken spätestens in 1-2 Jahren, dass sie da gerade einen riesen Fehler mit dem Brexit gemacht haben. Und in 1-2 Jahren wollen sie wieder zurück. Tja, und Europa muss wieder Hilfestellung leisten. Und dann muss Europa wiederkommen und diesem verkrüppelten Land auf die Beine helfen. Oh ja, und dann ist irgendwann wieder alles wie immer. England scheidet wieder frühzeitig bei der WM aus und die Queen hat Geburtstag. Tja, wären Sie denn damit soweit einverstanden, Herr Schulz? Einverstanden, Herr Strunk. So machen wir das. Gut. Ich habe übrigens eine halbe Stunde Mittagspause jetzt und einen Zugang fürs Pay-TV. Kostenlos. Haben Sie denn diese Reihe, das sehe ich immer so gern, Old hier oder The Beauty and the Senior? Entschuldigung. Macht nichts. Da habe ich einen kleinen Brexit im Hals. Altitude.
Herr Schulz. Nicht viel los heute. Rein sportlich gesehen, wie war das Jahr für Sie? Sind Sie eigentlich eher der Olympiatyp oder Typ Fußball-EM? Wissen Sie eigentlich noch, wer Europameister geworden ist? Portugal, oder? Genau. Aber gegen wen ist Deutschland ausgeschieden? Ach, das ist ziemlich egal, glaube ich, oder? Wo wir gerade bei uninteressanten Sachen sind. Für mich zählen zum ödesten auf Gottes weiten Erdenrund DFB-Pressekonferenzen. Welcher Spieler, warum, wieso, weshalb, in oder außer Form ist, wird in schlechtem Holperdeutsch lang und breit und schief und krumm erörtert. Ich würde Jogi Löw übrigens viel Geld dafür zahlen, wenn er am Ende einer solchen Konferenz mal sein Toupet lüften täte. Nur ganz kurz. Nee, heute habe ich es irgendwie ganz bewusst nicht gemacht, weil ich hatte es mir so ein bisschen vorgenommen, aber dann bin ich von dem Plan wieder weg. Es entdecken übrigens immer mehr Fußballer auch ihre emotionale Seite. Bastian Schweinsteiger zum Beispiel hat bei seinem Abschiedsspiel das eine oder andere Tränchen verdrückt. Süß. Nicht wahr? Am nächsten Tag Straßenumfrage zu diesem emotionalen Moment. Darauf ein Passant? Ja, finde ich okay. Der Schweinsteiger ist vom Prinzip her ja auch nur ein Mensch. Köstlich, Herr Strunk, köstlich. Aber erinnern Sie sich eigentlich noch an die Hochzeit? Mein Eindruck, als ich die Bilder gesehen habe, der Schweini wusste gar nicht, was da mit ihm passiert gerade. Der hat gar nicht gemerkt, dass er in Venedig ist und diese geile Olle neben ihm, seine eigene Frau. Der hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich haben Sie recht. Irgendwelche Berater haben ihm gesagt, wie schön es in Italien ist und die schicken Anziehsachen hingelegt und das Einstecktuch. Das hätte er sich niemals träumen lassen, glaube ich. Damals, als er noch schiefe Zähne hatte, keine richtige Frisur und Pickel. Tja, das Einzige, was noch erinnert an diese Zeit, ist dieser dümmliche Spitzname. Forever Schweini. Anders gesagt, Schweini forever. Immer intelligentere Fitnessarmbänder, die Puls, Blutdruck und Kalorienverbrauch messen. Der Bodycheck, jetzt auch in der Glitzer-Variante. Diese Matratze etwa analysiert Herzschlag und Körperhaltung und die Vernetzung macht auch hier nicht halt. Sie misst das Gewicht, den Körperfettanteil und untersucht den Urin. Und wenn man dann die App dazu auf dem Smartphone öffnet, dann bekommt man die Analyse aller Werte und noch Tipps zu gesünderem Verhalten. Das Jahr 2016 wird auch in die Geschichte eingehen als das Jahr der permanenten Selbstoptimierung. Geld, Ruhm, Erfolg. Die sogenannten sexy, lecker, geil Menschen. Jeder zurückgelegte Kilometer wird auf Facebook gepostet, jede verbrauchte Kalorie öffentlich gemacht. Wir kennen unseren Body Mass Index, den Herzfrequenzwert und den Vitamin D-Gehalt unseres Blutes. Wir begreifen das Leben als einen pausenlosen Workout. Diesen sogenannten sexy, lecker, geil Menschen stehen die Lowlifer gegenüber. Das sind Menschen, die haben ihr Leben auf ganz andere Kriterien aufgebaut. Pornosucht, alkoholkrank, hochverschuldet und vor allem übergewichtig. Tja, 2016 haben die Fetten zum ersten Mal die Dünnen verdrängt und befinden sich in der Mehrzahl auf diesem Planeten. Fettsucht ist regelrecht eine globale Epidemie geworden. Tja, ich habe zum Beispiel in letzter Zeit ein unangenehmes dicker Po-Gefühl. Der Steiß läuft nicht wie üblich einfach so mit, sondern fordert Raum. Stark in der Hüfte bei gleichzeitiger Steifigkeit. Unschöner, verächtliche Blicke auf sich ziehender Mittelpunkt. Guck mal da, ein Strunk. Wieso geht denn der auf einmal so komisch? Hat er etwa einen dicken Po gekriegt? Commander, breite Kiste. Mr. Doppelzentner Sitzfleisch. Häuptling Popo. Und was tun Sie dagegen? Ja, ich wollte 2017 eigentlich so machen wie Karl Lagerfeld. Über seine Lebensziele befragt, hat er gesagt, dass sein einzig verbliebener Wunsch ist, bis zum Ende seines Lebens die Konfektionsgröße nicht mehr wechseln zu wollen. Forever size zero. Für immer dünn, für immer glücklich. Für immer dünn, für immer frei. Mmh. Mmh. Ich kann blättern, wie ich will. Aber meine Schlagzeilen des Jahres stehen fest. Sextäter onaniert vor Sternsängern. Oder
Goldcrash-Radoma in Klammern 42 holt Blutsieg. Mein Favorit ist allerdings: falscher Syrer fackelt Flüchtlingsheim ab, weil er keinen Schokopudding bekommt. Unschlagbar. Aber Dummheit ist ja nicht nur auf Drucksachen beschränkt. Aus der kalten Hose herausspielen, hat kürzlich Jogi Löw gesagt. Furchtbar. Typisches Sportlersprech. Da kann wirklich nur Fußballer drauf kommen. Oder, und da frage ich Sie mal ganz direkt, ja Sie, wann haben Sie zuletzt etwas gerockt? Wann starten Sie endlich durch? Zimmerservice. Ja, könnten Sie mir bitte eine Flasche Bordeaux aufs Zimmer bringen? Was für einer soll es denn sein? Wie? Was für einer? Ein, der was kann. Einer, der was kann. Herr Strunk? Unser Bester. Der macht Gänsehaut-Feeling pur. Ach Gott, schenk ein das Ding. Ja? Wie Sie so vor dem Bildschirm sitzen, kann ich mir sicher sein, ich bin nicht der letzte Mensch, der noch Fernsehen schaut. Oft werde ich nach meinen Lieblingssendungen gefragt. Antwort: solide, unaufgeregte Unterhaltung, Heimat-Koch- und Bastelsendung. Aber auch der Vox-Quotenkracher Die Höhle der Löwen. Diese Show funktioniert vom Prinzip her wie Goodbye Deutschland. Bloß ohne Ausland. Geradezu hypnotisch faszinierend, Carsten Maschmeyer. Wie er hier den altersmilden Elder Statesman gibt. Da sitzt er maskenhaft starr in seinem Sessel. Das Gesicht seltsam eingefroren, pergamenthäutig, gleichzeitig nussknackerartig. Einer, der unbedingt eins nicht mehr sein will. Drückerkönig. Doch obwohl er alles dafür tut, sein Image zu verbessern, liegen uns Dokumente vor, die ein ganz anderes Licht auf ihn werfen. Auf einem internen Mitarbeiter-Motivationsvortrag vor wenigen Jahren klang das nämlich noch so. Jetzt können Sie ja als Zirkusdirektor im Crazy Horse sagen, oh, was muss immer wieder Titten gucken, Titten gucken, Titten gucken, Titten gucken. Ja? Aber jeder Hundertste sieht nur so aus, dass die Kerle dahin wollen. Ja? Und meine Damen nicht, dass Sie denken, das geht nur so rum. Wenn Sie Puffmutter wären und hätten Bimbus, Schniedel gucken, Schniedel gucken, Schniedel gucken, Schniedel gucken. Wer ist so? Kaum zu glauben, wie weit er damit gekommen ist. Sind Sie es leid, Ihren eigenen Namen zu googeln und es kommt nichts? Sind Sie es leid, dass man über Sie lacht? Sind Sie es leid, wenn Ihre Frau beim Anblick von Carsten Maschmeyer zu strahlen beginnt und am liebsten in den Fernseher hüpfen möchte? Das liegt an Ihnen. Ändern Sie sich. Nehmen Sie Ihr Leben endlich in die eigenen Hände. Jetzt, hier, heute. Wieso ist Carsten Maschmeyer einer der reichsten Männer Deutschlands und Sie einer der ärmsten? Glück? Zufall? Zauberei? Eben nicht! Carsten Maschmeyer hat die 5 Regeln des Erfolgs eingehalten. Immer! Mach aus jedem Frage ein Ausrufezeichen! Handeln kommt von Hand und nicht von Maul. Sonst wird es nämlich Maulen heißen. Nur wer loslässt, hat beide Hände frei. Die besseren Töpfe stehen auf den hinteren Herdplatten. Erst aus den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas bauen. Lernen Sie von Carsten Maschmeyer. Werden Sie Ihr eigenes Schneeballsystem. Bescheißen Sie sich selbst, bevor es andere tun. Los jetzt. Was ist? Mach, 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 mach! Der Mann des Jahres? Das dürfte keine Frage sein. Guten Tag. Von 2016 würden wir lediglich die Einführung der Niederspannungsrichtlinie 35 EU in Erinnerung behalten, wäre da nicht dieser eine Mann gewesen. Dieser Mann, der die Kraft hatte, das Jahr 2016 praktisch im Alleingang zu wuppen, der sich als menschliche Lokomotive vor jeden einzelnen dieser 10 366 Tage gespannt hat. Sie wissen natürlich, von wem die Rede ist.
Sie wissen, was dieser Mann für uns alle getan hat, als eines der großen Wunder unserer Zeit. Er hat Weichen gestellt, die weit über das Jahr hinaus auch so gestellt bleiben. Sie wissen, wen ich meine. Tobias Schober! Richtig? Genau, da kann es keinen Zweifel geben. Tobias Schober. Danke, Tobias. Und cut. Oh. Kennt ihr den privat? Ja, soll ein ganz witziger Typ sein. Aber viel mehr weiß ich auch nicht über den. Sonst keine Informationen über den? Nee, nur, dass er, der hat ganz schön Bock aufmals. Der ballert gerne, der oder? Ballert gerne. Er wollte ballern, ich wollte auch ballern. Ja. Aber das Ding, ich hatte mehr Bock. Und ich hatte auch mehr Bock zu ballern. Das ist geil, immer gefallen, Thai-Boxen rauf, oder? Flugzeuge vergiften uns heimlich durch wolkenähnliche Chemtrails. Reptilien-Aliens regieren die Welt. Wir leben auf der Innenseite einer hohlen Erdkugel. Ein aktuelles Beispiel, der durchgestrichene Barcode auf den Flaschen der Lambsbräu-Brauerei. Ein Kunde fragt im Netz nach dem Grund dafür. Manche Menschen glauben, dass Barcodes schädliche Energie... Haben Sie das Gefühl, dass es um Sie herum nicht mit rechten Dingen zugeht? Dass die Mondlandung nur vorgetäuscht war, man uns die Existenz Außerirdischer verschweigt und Kanzlerin Angela Merkel in Wahrheit Queen Elizabeth II. Ist. Und umgekehrt. Genialer Schachzug. Fest steht, wer nichts weiß, muss viel glauben. Ein intellektuelles Vakuum lässt sich vortrefflich mit Verschwörungstheorien auffüllen. Aber sind es wirklich nur Gerüchte, dass David Bowie, Prince und Roger Cicero keineswegs tot sind, sondern auf Bauernfesten und Hochzeiten für musikalische Unterhaltung sorgen? Der Name ihrer Showband? Hermanns Showband. Oder wussten Sie, dass Frank-Walter Steinmeier in Wirklichkeit die frische Abteilung der Edeka-Filiale Hansen in Delmenhorst Süd leitet? Woraufhin sich die Frage stellt, wer ist dann Außenminister? Sie merken, je tiefer man bohrt, desto mehr Abgründe tun sich auf. Wladimir Putin ist ein unsterblicher Vampir. Unter dem Namen Vlad der Fehler hat er vor vielen hundert Jahren den rumänischen Widerstand gegen das Osmanische Reich organisiert. Vlad, Wladimir, gecheckt? Und die Mona Lisa ist er im Nebenberuf auch noch. Wenn sich eine Verschwörung nicht beweisen lässt, ist das nur der Beweis dafür, wie raffiniert die Verschwörung sein muss. In diesem Sinne, bleiben Sie nüchtern. Was hat dieses Jahr eigentlich am meisten geprägt? Die klobigen Großereignisse sind das, was hängen bleibt. Aber es sind die unzähligen Kleinereignisse, die das Jahr formen. Zum Beispiel das Nürnberger Badentreffen. Das war so schön, dass ich mich bereits jetzt aufs Badentreffen 2017 freue. Oder die 100-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Bendisdorf. Wie? Haben Sie nicht mitgekriegt? Schade für Sie. Buletten, Bier und Boogie-Woogie. Mehr geht nicht. Oder der 19.12. Na, klingelt's? Genau, der 200. Geburtstag des Konditors Franz Sacher, Erfinder der schönen Sachertorte. Wie viele Stücke Sachertorte haben Sie in Ihrem Leben schon in sich hineingemumpft, ohne auch nur ein einziges Mal an den großen Franz Sacher zu denken? Schlechtes Gewissen? Zu Recht. Weiter. Kennen Sie den Lurch des Jahres? Nein. Warum nicht? Im Mittelalter hat der ganze Feuersbrunze gestoppt. Heute führt er ein zurückgezogenes Leben in sumpfigen Höhlen. Der Feuersalamander, Ihr Lurch des Jahres. Nicht der Moorfrosch, der Fadenmolch. Oder die Gelbbauchunke? Nein, 2016 hat der edle Feuersalamander die Nase vorn. Was wissen Sie über dieses ebenso schöne wie seltene Tier? Am wohlsten fühlt es sich in Quellwasser gespeisten Kleingewässern. Ist also Verschmutzung sein größter Feind? Begradigung? Wurmschwund? Nein, der Topfeind des Lurches ist der Lurch-Spiralschneider. Also ein Hoch auf den Lurch. Die Freiwilligen Feuerwehren dieser Republik, Franz Sacher und natürlich auf Sie, liebe Zuschauer. Denn genau Sie haben dieses Jahr geformt wie niemand zweites. Moonlight in the Shadow. Rund um den Globus trauern Fans um David Bowie. Ein cooler Spruch und dann kamen seine Fäuste zum Einsatz. Die Markenzeichen von Bud Spencer. I am the greatest.
Er konvertiert zum Islam, unterstützt die schwarze Bürgerrechtsbewegung und weigert sich, als Soldat am Vietnamkrieg teilzunehmen. Der Publizist Roger Willemsen ist tot. Der Vielflieger im gelben Polunder prägte eine Diplomatie der persönlichen Kontakte. Das ist wirklich super, kann ich Ihnen sagen. Die Fußballwelt trauert um einen ihrer ganz großen. Der italienische Schriftsteller Umberto Eco ist tot. Er war Musiker, Sänger und Poet. Besonders bewegt hat viele Menschen heute die Nachricht vom Tod Guido Westerwelles. Moderatorin und Autorin Erika Berger ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Trauer um Götz George. Götz kombinierte in seinen Hits wie 1999 und Purple Rain Elemente von Jazz, Funk und Disco. Der Fernsehmoderator Peter Lustig ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Schlagersänger und Entertainer Achim Menzel hatte für viele Kultstatus. Ist Ihnen eigentlich auch aufgefallen, dass bei den Promis im Moment sehr wenig gestorben wird? Zu Beginn des Jahres verging kaum ein Tag ohne prominenten Sterbefall. Bud Spencer, Götz George, Erika Berger, Allianz, Dietrich Genscher, Ruger Cicero, Westerwelle, Peter Lustig, Umberto Eco, Achim Menzel. Gute Laune beschert offensichtlich nicht unbedingt ein langes Leben. Dann ließ die Quote merklich nach. Statt Sommerloch gab es ein regelrechtes Sterbeloch. Bis zwei Manfreds das Sterbegeschäft wiederbelebt haben. Manfred Durban, der Drama der Flippers und Manfred Krug. Prompt zog die Quote wieder etwas an. Es muss also die Frage erlaubt sein, ob es so etwas wie ein jahreszeitlich bedingtes, kaltes oder warmes Sterben gibt. Wie bitte? Der Schlagzeuger der Flippers ist gestorben? Ich dachte, der ist schon seit Jahren tot. Das ist geschmacklos. Keineswegs, habe ich wirklich gedacht. Ich habe gedacht, der ist schon lange, lange tot. Und was ist mit Peter Kraus? Tot. Quatsch. Quietschlebendig. Hier, weiter geht's. Wolfgang Lippert. Lebt. Richtig. Heinche. Lebt auch. Richtig. Bushido. Tot. Quietschlebendig. Karl Moik. Lebt. Quatsch. Ist tot. Toter als Asche. Gülcan Kamps. Lebt. Richtig. Und hier der eine, hier der. Der Dicke von Klaus und Klaus. Ah, schwierig. Hm. Denken Sie da mal drüber nach. Zu dieser Zeit ist es wieder soweit. Hose auf, Pay-TV an und schau mal da vorne, ja. Fängt der Film gleich an. Wir können uns entspannen. Herr Strunk. Gut. Gut war's. Gut war das. Hausmusik. Komisch, dass Sie Gitarre spielen können. Ja, aber Sie mit Ihrer Flöte sind eigentlich wirklich eine Koryphäe. Ja. Jedes Jahr ein Lied. Ein Lied. Noch ein Jahr, dann haben wir eine Platte voll. Das ist echt so weit, ne? Ja. Der Zustrom von Flüchtlingen nach Europa hält unterdessen an. In Griechenland sitzen immer mehr Flüchtlinge fest. In der Flüchtlingskrise gibt es weiterhin mehr offene Fragen als sichere Antworten. Ausnitz hatte diese Woche eine Menschenmenge einen Bus mit Flüchtlingen blockiert. Polizisten bringen einen Jungen gewaltsam in das Haus. Ob das jetzt Provokation der Asylbewerber gab oder nicht, das kann ich nicht im Einzelnen beurteilen. Geplante Asylunterkunft brennt. Betrunkene stehen davor, grölen, behindern die Feuerwehr beim Löschen. Warum haben die Menschen dort so große Angst vor dem Fremden? Menschen, die auf komplexe Probleme sehr einfache Antworten haben In der wollen. Altersgruppe der 25- bis 40-Jährigen hat die AfD die meisten Stimmen geholt. AfD im Umfragehimmel. Die AfD ist dabei, sich zur Volkspartei zu mausern. Nun stellt sich aber die Frage, ob dies eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie darstellt oder in die Kategorie sich selbst erledigender Schwachsinn fällt. Oder können Sie sich noch an die Schill-Partei, die Stadtpartei oder die Republikaner erinnern? Schon die Piratenpartei ist ja quasi nicht mehr existent.
Übrigens fällt immer wieder auf, dass gerade die ödesten Spießer politisch für fast jede abseitige Verrücktheit zu haben sind. Obwohl der Strom der Flüchtlinge merklich abgeflaut ist, sehen Pegida und AfD in ihnen immer noch eine Bedrohung der Volksdeutschen. Tja, liebe Mitbürger vom rechten Rand, ich glaube, ich habe die Lösung. Sagt Ihnen die Formulierung quid pro quo etwas? Wahrscheinlich nicht. Das heißt so viel wie Austausch. Austausch von wem oder was? Kotelettdeutsche gegen Flüchtlinge. Kotelettdeutsche, das sind feiste, kurzatmige Fleischberge, die nichts sind, nichts können, nichts leisten. Aber stets die Ersten sind, die sich vor den Flüchtlingen bedroht fühlen. Dabei sind sie es, die dem Staat die Haare vom Kopf fressen. Schlechte Gene in Verbindung mit Faulheit und einer generellen Verweigerungshaltung. Solche Leute haben für den Volkskörper nicht nur keinerlei Nutzen, sondern höhlen ihn aus. Wie wäre es also, wenn man die gegen gut ausgebildete junge, sexy Flüchtlinge austauschte? Heißt, die Kotelettdeutschen werden in Auffanglagern deponiert, der Flüchtling darf ins Warme. Vorteile: Die Deutschen könnten nur von den körpereigenen Fettdepots befeuert die kommenden eiskalten Monate auch ohne Decken und Heizung problemlos überstehen. Sie bräuchten lediglich etwas Leitungswasser. Das ist die Alternative für Deutschland. Man könnte das ja testweise mal in einem Bundesland versuchen. Zum Beispiel Sachsen. Falls Sie sich fragen, wie war eigentlich mein Jahr, das Jahr des Heinz Strunk? Hier meine Leistungsbilanz. Ich habe ein neues Buch geschrieben. Ich habe fast 100 Auftritte absolviert. Ich war 13 Mal beim Friseur und einmal beim Zahnarzt. Ich habe mich weder bei Twitter noch bei Instagram angemeldet. Ich habe mir eine neue elektrische Zahnbürste gekauft, meine Matratze ersetzt, einen schicken Wasserkocher zugelegt und überhaupt allerlei Nützliches im Haushalt angeschafft. Ich bin nicht ernsthaft erkrankt. Ich habe ein paar schöne Ausflüge ins Hamburger Umland unternommen. Und ganz wichtig, ich war überwiegend freundlich zu meinen Mitmenschen. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, ich darf spätestens jetzt Freunde sagen. Das kommende Jahr wird ein Feuerwerk der schönen Dinge. Ein rosiges, ein schönes, ein warmes Jahr. Die Deutschen werden wieder gelenkiger. Das Volk der Dicken und Steifen wird zum Volk der Schlanken und Geschmeidigen. Elektroautos werden Pflicht. Die gute Nachricht, Sie bekommen für Ihren konventionellen Wagen 150 Euro Abwrackprämie. Die schlimmsten Events werden ersatzlos abgeschafft. Musicals, Schlagermove, Harley Days, Rockkreuzfahrten, Oktoberfest. Überraschend wird Günther Jauch zum 12. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Und Heinz Strunk wird der neue Ratioform-Zwilling. Das nenne ich mal gute Aussichten. Was erwarten Sie von 2017? Was halten Sie von dieser kleinen Sendung? Wie gefällt Ihnen Ihr eigenes Leben? Gehen Sie einfach in ein Internet in Ihrer Nähe und schreiben Sie mir. So, Herr Strunk. Herzlichen Dank für alles. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Jahr. Gerne. Kommen Sie gut nach Hause, ne? Wenn man da auch ist.